Guten Abend, liebe Gäste. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen nach Sachsen. Ich begrüße alle Kontaktpersonen und Verdachtspersonen oder wie man Menschen heutzutage noch bezeichnen kann. Herr Obern hat mich schon kurz vorgestellt. Ich möchte nur ergänzen, ich bin parteilos und Gewerkschafter und bin am Thema interessiert und versuche das so irgend möglich unpolitisch zu machen. Allerdings ist es nicht möglich, über die Energiewende zu reden, ohne über unsere handelnde Politik zu sprechen. Ja, beginnen möchte ich mit einem Bild aus dem Internet, um mal zunächst das Verständnis zu wecken, wie unser Stromsystem denn überhaupt funktioniert. Denn das ist offensichtlich vielen handelnden Personen nicht so klar. Also wir haben ja ein europäisches Netz, das reicht von der polnischen Ostgrenze bis Portugal, von Dänemark bis Sizilien, das ist ein Drehstromnetz. Das heißt, in diesem haben wir überall die gleiche Frequenz mit ganz leichten Abweichungen. Und selbst die Inseln wie Zypern, Malta und Großbritannien und Skandinavien gehören dazu. Die sind aber über Gleichstromleitungen angeschlossen. Deshalb könnten die eine abweichende Frequenz haben. Was heißt Frequenz? Das heißt die Anzahl der Polwechsel pro Sekunde. 50 Hertz, resultierend aus den 3000 Umdrehungen pro Minute, die mit denen die Generatoren rotieren. Und ein Maß für die Sicherheit der Energieversorgung ist die Einhaltung dieser Frequenz. Die gelingt uns immer noch sehr gut mit relativ wenigen Abweichungen. Jetzt hat es funktioniert. Das ist jetzt aus dem Netz die Live-Netzfrequenz, also 49,99. Ist im Moment sehr gut. Im Bereich zwischen 49,99 und 50,01 wird gar nicht geregelt. Wenn dann geregelt werden muss, dann kommt die zweite Zahl ins Spiel, die 100 oder 54 jetzt gerade. Das ist nämlich die Primärregelleistung, die erforderlich ist, um die Frequenz im erforderlichen Band zu halten. Und es gibt natürlich immer Abweichungen durch kleine Störungen, durch Schwankungen, durch ein Tiefdruckgebiet, was plötzlich sehr viel Windstrom reinschiebt oder Ähnliches oder Ausfälle von Transformatoren oder Leitungen. Die spannende Frage ist jetzt, wo kommt denn diese Regelenergie her? In dem Fall die Primärregelung. Es gibt dann auch noch Sekundär- und Tertiärregelung. Das lassen wir jetzt mal weg. Aber die Primärregelung ist sozusagen die erste Abwehrfront gegen Frequenzeinbrüche. Die kommt aus konservativen Kraftwerken, also konventionellen Kraftwerken, Wasser, Gas, Öl, Kohle, Kernkraft, kommt auch heutzutage aus Großbatterien. Die sind dafür sehr geeignet, weil die sehr schnell reagieren können. Aber damit ist auch gesagt, woher diese Regelungsart nicht kommt, nämlich von Wind und Solar, die also künftig die Säulen unserer Energieversorgung sein sollen. Die können das nicht, weil die natürlich nicht regelbar sind. Also man könnte die vielleicht runterregeln, das kostet aber extra Geld. Man kann sie aber nicht wieder hochregeln, weil möglicherweise ist dann der Wind abgeflaut oder eine Wolke vor der Sonne. Wir haben ja im Jahresdurchschnitt über 50% schon an der Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren. Und jetzt wird so der Eindruck erweckt, naja, wir bauen noch mal so viel dazu, noch mal 50%, dann haben wir 100%, dann ist die Energiewende erledigt. Das ist natürlich ein großer Trugschluss, weil dazwischen kommt ein kompletter Systemwechsel. Also wir müssten erst mal damit beginnen, den erneuerbaren Systemverantwortung zu übertragen. Das passiert aber nicht, weil die dann natürlich nicht mehr so gut verdienen würden dran. Deswegen wehren sich die Bundesverbände Erneuerbare und andere und ihr politischer Arm, die Grünen, wenden sich mit Händen und Füßen dagegen, die Erneuerbaren jetzt auch in die Systemverantwortung zu nehmen. Also wer künftig über Abschaltungen spricht von allen möglichen Kraftwerkstypen, der müsste zuerst mal die Frage beantworten, wo die Primärregelleistung herkommt. Das wird nicht getan, weil die wirkmächtige Lobby da natürlich davor steht. Ja, was passiert, wenn der Regelbereich verlassen wird? Jetzt würde ich gerne das nächste Bild nehmen. Achso, jetzt kann ich selber drücken. Ja, okay. Ja, das wäre jetzt der Ablauf der Maßnahmen, was passiert, wenn die Frequenz aus dem Sollbereich gerät. In der Mitte oben sehen wir die 50% und den grünen Streifen des normalen Regelbereichs, also von 49,8 bis 50,2. Und wir sehen nach links, wenn also im Grunde zu wenig Strom im Netz ist, dann greifen verschiedene Maßnahmen. Zuerst werden alle Reserven aktiviert
Und spätestens ab 49 Hertz geht es los mit Entlastung, das heißt mit Abschaltung, zuerst 10-15%. Und das geht dann bei immer noch fallender Frequenz dann ziemlich schnell. Wann wie viel Prozent abgeschalten wird, ist schwer zu sagen. Ich denke mal, das ist hier die Theorie. In der Praxis geht das dann durch den Dominoeffekt möglicherweise auch schneller, auch weil sich Anlagen automatisch abschalten, die dann über die Schwingungsüberwachung oder anderes sich einfach trennen. Das Gleiche kann aber auch passieren im Bereich der Überfrequenz. Also man kann nicht nur durch Unterfrequenz das Netz kollabieren lassen, sondern auch durch Überfrequenz. Wir sehen das nachher nochmal am Beispiel. Auch da werden natürlich zuerst alle möglichen Einheiten vom Netz genommen. Manche schalten sich auch selbst ab, aber auch daran kann letzten Endes das Netz kollabieren. Ja. Was passiert nun, wenn die Frequenz sinkt aufgrund einer Störung oder zu viel Last? Ist denn das Netz der Speicher? Ist es natürlich nicht. Das ist auch so eine sprachliche Ungenauigkeit. Unklare Sprache zeigt unklares Denken. Also das Netz ist eine Ansammlung doofer Drähte, sage ich mal umgangssprachlich. Die können nur Strom transportieren, die können überhaupt nichts intelligent machen. Intelligent kann man Erzeugung und Verbrauch regeln, aber das Netz selbst kann eben nichts machen. Die erste Abwehrfront gegen fallende Frequenz ist die Massenträgheit der Turbinengeneratorsätze. Das heißt, die rotieren mit 3000 Umdrehungen und von einem 500 MW-Block wie in Boxberg, der wiegt das Laufzeug vom HD-Läufer bis zum Generator, wiegt schon mal 170 Tonnen. Und wenn sich da so viel Stahl und Kupfer mit der Geschwindigkeit dreht, ist das natürlich eine Schwungmasse. Und über das Netz sind sehr viele 1000 Tonnen Schwungmassen zusammengeschalten. Die wirken dann also wie ein riesiger Schwungradspeicher und fangen die erste Frequenzabweichung nach unten schon mal auf. Also wenn in der Türkei ein großes Kohlekraftwerk ausfällt, dann haben Sie den kleinen Frequenzeinbruch 5 Sekunden später in Spanien. Das wird also über die Entfernung immer weiter gedämpft durch diese Massenträgheit der Maschinen. Ja, kommen wir zu einem aktuellen Beispiel. Machen wir einen nächsten. Ach so, okay. Ja, in diesem Jahr am 8. Januar hatten wir einen deutlichen Frequenzeinbruch. Also der normale Regelbereich wurde verlassen unterhalb 49,8. Genau. Unterhalb 48 Hertz, genau. 47,942. Genau, jetzt nicht die Zahlen verwechseln. Und zwar kam es da zu einer Großstörung an einem kroatischen Umspannwerk. Dort hatte sich ein elektrisches Bauteil verabschiedet aufgrund hoher Last. Es kam dann zur Umschaltung auf andere Leitungen und im Kaskadeneffekt oder Dominoeffekt sind dann im Bereich Slowenien, Ungarn, Rumänien, Kroatien weitere 12 Leitungen ausgefallen. Das heißt, nach den Regularien von ENTSO, also des europäischen Netzbetreibers, mussten die Netze aufgetrennt werden, um hier den Kollaps zu verhindern. Und wir sehen dann zu dieser Uhrzeit, 13.05 Uhr etwa, kam es durch die Netztrennung zu 2 verschiedenen Netzgebieten. Die blaue Kurve nach unten, der Einbruch in Mittel- und Westeuropa und die rote Kurve in Südosteuropa bis zur Türkei mit einer deutlichen Überfrequenz. Ja, die Frage ist, also zunächst, es ist gut gegangen, die Regularien haben gegriffen. Nach etwa einer Stunde kam es dann wieder zur Vereinigung oder Zusammenschaltung der beiden Netze. Insofern keine Panik, keine Unruhe, aber trotzdem bemerkenswert, warum ist es denn jetzt dazu gekommen, was hatten wir an diesem Tag für eine Situation. Und da ist es insofern bemerkenswert, dass mehr als 6000 Megawatt aus dem Bereich Südosteuropa nach Mitteleuropa transportiert werden mussten, obwohl ja nun von der Industrialisierung und der Infrastruktur der Balkan und die Türkei nun nicht unbedingt den Mitteleuropäern überlegen sind. Wir hatten zum 8. Januar in Spanien und Frankreich ziemlich kalte Temperaturen, viel Schnee, die heizen mit Strom sehr oft. Und wir hatten in Frankreich viele stehende Kernkraftwerke, dort hatten sich Revisionen, Reparaturen verlängert, pandemiebedingt. Wir hatten vorher, unmittelbar vorher, die Außerbetriebnahme des Kernkraftwerks in Fessenheim, also auf der französischen Seite der deutschen Grenze.
auf deutschen Druck hin. Wir hatten die Außerbetriebnahme des Kernkraftwerks in Philippsburg kurz vorher. Das Kernkraftwerk in Mühleberg in der Schweiz ist altersbedingt außer Betrieb gegangen. Das Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg hatte die Ausschreibung gewonnen zur Außerbetriebnahme, war auch Ende Dezember von Metz. In Boxberg war ein Block außer Betrieb, im tschechischen Kernkraftwerk Dukovany war ein Block in Reparatur. Also wir hatten eine Vielzahl stehender konventioneller Kraftwerke und dadurch war natürlich auch die Regelfähigkeit nicht gegeben. Besonders nachdenklich macht die Tatsache, dass ein Kraftwerk in NRW, das Kraftwerk Heyden, das hatte auch die Ausschreibung gewonnen zur Außerbetriebnahme, ist Ende Dezember in Außerbetrieb gegangen und wurde hier zum 8. Januar schon wieder aufgerufen, weil es wurde gebraucht für die Systemsicherheit. Das ist auch eine Frage, ob man hier wirklich noch sich irgendwie den Überblick zuschreibt. Ja, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt bis Ende 2022 noch 8 Gigawatt Kernkraftleistung abschalten und 5 Gigawatt Kohlekraft, dann kann man sich vorstellen, dass die Regelfähigkeit in unserem System immer weiter runtergeht und dass künftige Störungen möglicherweise nicht ganz so glimpflich abgehen wie die. Die spannende Frage ist, was haben denn in dieser Zeit unsere Erneuerbaren gemacht? Die waren ja auch am Netz. Gut, es war Winter, also die Sonne steht tief. Wir hatten ohnehin nur 2,2 Gigawatt an Solarstrom. Und es war wenig Wind, 4,4 Gigawatt Windstrom. Das waren zusammen etwa 9% des gesamten Verbrauchs. Ja, die haben das gemacht, was sie immer können. Die Umweltenergie umgewandelt in Strom. Was sie können. Die können natürlich nicht regeln. Das haben sie vorher gemacht, während der Störung und danach auch. Die Kanzlerin würde sagen, nicht hilfreich in dem Fall, aber ist nun mal so angelegt. Ja, die Frage ist wirklich an der Stelle, wie geht es in der Zukunft weiter? Die Österreicher waren sehr beunruhigt, weil die waren sehr nah dran an dieser Störungsstelle. Und der österreichische Krisenexperte Herbert Sauruck, der hat vorhergesagt, in den nächsten 5 Jahren werden wir einen Blackout wohl erleben. Ich halte das für etwas, naja, überzogen nicht, aber etwas mutig, diese Entscheidung. Aber die Frage, ob immer genug Spannung da sein wird, das ist schon eine spannende Frage. Ja, die Antwort unserer Regierenden lautet dann immer auf solche Fragen, wir müssen mehr zubauen, mehr Erneuerbare zubauen. Nächste bitte. Und ja, dann ist die Wirkung so, wie wir das hier in der ersten Juniwoche gesehen haben von der Einspeisung. Wir sehen also hier diese graue, also die Kurve oben, die Linie. Das ist die Verbrauchslinie. Man sieht ziemlich gut die 5 Werktage, Montag bis Freitag und dann Samstag, Sonntag eben entsprechend weniger Bedarf. Und wir sehen, dass hier am Samstag, wo wenig Bedarf ist, hatten wir diese grüne Fläche, sehr viel Windstrom. Also hat wieder überhaupt nicht gepasst, aber das ist, so ist das Wetter. Und wir sehen im Unterschied dazu, dass an dem Dienstag irgendwo hier hinten hatten wir einen Rekordminus, nämlich ganze 0,9% der installierten Windenergieleistung standen zur Verfügung. Das waren ganze 540 MW von 63.000 installierten Windkraft-Megawatt. Ja, und das Maximum waren dann an diesem Wochenende die 31.000 oder fast 32.000 Megawatt. Das sind dann wiederum 50% der Leistung. Und alles andere, die sogenannte Residuallast, muss ausgeregelt werden. Und auch dazu brauchen wir bereits heute das Ausland. Wir sehen nämlich die weißen Flächen zwischen der Kurve und den farbigen Kurven. Das ist der Import. Also immer über die Mittagszeit, wenn genug Sonne schien, haben wir exportiert. Und mit Sonnenuntergang klappte bereits der Export um in den Import. Das ist jetzt hier noch kein Zeichen von Mangel. Das ist einfach die Tatsache, dass konventionelle Kraftwerke nicht abends in Betrieb gehen, um früh wieder außer Betrieb zu gehen. Das ist wirtschaftlicher Unfug, das macht keiner. Dann sagt man sich, wir importieren lieber. Wie das dann im Winter aussieht, wenn die Sonnenspitzen nicht so hoch gehen und der Verbrauch höher ist. Nun, wir werden sehen, es wird spannend. Wir nehmen das nächste Bild. Ja, und dann gibt es noch ein sehr aktuelles Jahresminimum vom 26. Juni, also erst ein paar Tage her, mit tatsächlich ganzen 297 MW Windleistung. Das sind 0,248% der installierten Leistung.
Und auch offshore, wo man ja sagt, auf dem See, auf dem Meer weht immer Wind, ein großer Trugschluss. Wind und onshore und offshore zusammen waren dann am 26. um 8.45 Uhr auch nur 0,21%. Unten an der Kurve sieht man nochmal eingezeichnet, grün ist der Import, rot ist der Export. Also zu den Mittagsspitzen haben wir wieder ein bisschen exportiert. Ansonsten waren wir wieder auf das Ausland angewiesen bzw. haben gern importiert. Ein ähnliches Minimum gab es bereits in den ersten zwei Monaten, also Januar, Februar. Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten 2020 hatten wir 6% mehr Windkraftanlagen installiert, haben aber 35% weniger Windkraft produziert, weil das ganz einfach zwei sehr windschwache Monate waren. Also auch das wieder der Hinweis, es gibt hier keine Versorgungssicherheit durch den exzessiven Ausbau dieser Technologien. Jetzt nehmen wir das nächste Bild. Ja, ich habe vorhin gehört, es gibt so eine ähnliche Animation auch für Dresden. Das wäre eine für Berlin. Ich würde es mir wünschen, dass auch dort Windkraftanlagen errichtet werden. Das geht natürlich nicht, aber der Landbevölkerung mutet man das zu. Das Problem ist, dass die Anlagengröße immer weiter zunimmt und damit auch die Landschaftsbeeinträchtigung, der Eingriff in die Natur. Das nächste Bild bitte. Und immer wenn ich das Bild sehe, fällt mir der Spruch von den Grünen ein, Eigenheime hätten einen zu hohen Flächenverbrauch. Also es ist heute schon angeklungen, ich möchte das nicht vertiefen, aber Windkraftanlagen in Wäldern sind natürlich der größte Umweltfrevel, den man sich vorstellen kann. Punkt 1, der Flächenverbrauch, etwa 1 Hektar pro Anlage. Das sind nicht nur die Fundamente, die Flächen sind ja noch relativ klein, aber es müssen sowohl die Schwerlaststraßen als auch die Montageplätze verdichtet, beschottert werden. Diese Art der Bodenverdichtung ist völlig irreparabel. Und das darf auch nicht wieder bewachsen, weil ja ein Montagekran eventuell zu Reparaturarbeiten auch wieder dort aufgestellt werden muss. Es gibt eine unglaubliche Materialschlacht. Wir sehen hier mal den Kollegen, der an einem Fundament vorbeigeht, was in Kürze da gegossen wird. Und wir sehen oben eine neu angelegte Schwerlaststraße verdichtet, weil das sind ja große Massen, die bewegt werden. Und natürlich auch mit großen Kurvenradien durch die Wälder. Man kann mit einem 55 Meter langen Rotorblatt mal nicht eben in den Waldweg einbiegen. Also müssen da großteils neue Straßen angelegt werden, die dann entsprechend so aussehen und die Wälder zerschneiden. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Maße und Massen eingehen. Aber die Materialschlacht ist natürlich eine ungeheure. Bei den neuen Anlagen, bei den größten, da wiegt allein oben die Gondel, also die oben auf dem Turm sitzt, die wiegt über 400 Tonnen. Das ist in etwa vergleichbar mit einem ICE-Zug. Ja, nächste Bild. Über die Auswirkungen auf Menschen und Tiere und Infraschall möchte ich jetzt nicht reden, sonst sprengt das hier jeden Zeitrahmen. Die Beeinflussung der Fluglebewesen und so weiter. Es gibt eine ganz aktuelle Studie aus den Niederlanden, die haben herausgefunden, dass auch Bodenwürmer sich von Windkraftanlagen entfernen, also so wie Regenwürmer. Und man führt das zurück auf die Schwingungen, die über die Fundamente in die Erde eingetragen werden, dass das also auch die Bodenlebewesen nicht gern haben. Nun versucht uns Politik und Lobby einzureden, dass diese Windkraftanlagen wie auch Solar und andere völlig naturneutral wären und keine Schäden verursachen würden und auch keine Emissionen verursachen würden. Das stimmt natürlich alles nicht. Wenn man in so großem Maße in die Natur eingreift und der Natur Energie entzieht, dann hat das natürlich Folgen. Wir bräuchten nicht drüber sprechen, wenn wir 500 Anlagen im Land hätten oder auch 1000. Wir haben aber bereits 30.000 Windkraftanlagen. Und nach den Vorstellungen der Energiewende soll diese Anzahl nicht nur steigen, die soll sich sogar vervielfachen. Die Auswirkungen wären verheerend. Und hier sehen wir eine Auswirkung auf Wetter und Klima schon in diesem Offshore-Windpark. Also es ist eine Anlage von Vattenfall auf der Ostsee. Wir sehen hier, dass sich nach den Rotoren eine Kondensfahne bildet. Das heißt, die Luftfeuchte, die von Fuß der Anlagen nach oben transportiert wird, vertikal, die wird durch Druckabfall und Temperaturabsenkung kondensiert, die Luftfeuchte aus, bildet dann eine
im Grunde eine Kondensfahne und man sieht weiter hinten, vereinigt sich das zu einer richtig gehenden Wolke. Wir wissen, Wasserdampf ist das Klimagas Nummer eins. Und an der Stelle immerhin haben wir einen Beitrag der Windkraftanlagen schon mal zum Klimawandel. Diese Flüssigkeit, die von hier nach oben getragen wird, ist natürlich offshore kein Problem. Das Wasser wird an dieser Stelle nicht alle. Aber bei den Onshore-Anlagen spielt das natürlich eine andere Rolle, weil dort der Boden dann austrocknet. Hier zunächst noch mal ein Satellitenbild von einem großen Offshore-Windpark. Ganz links sieht man dort ein Schiff, was da langfährt. Und man sieht an diesem Bild sehr schön hier auch die einzelnen Kondensstreifen, die hier sich langziehen. Und man sieht sehr schön, wie sich die Anlagen gegenseitig verschatten im Wind. Das heißt, die ersten Anlagen kriegen die volle Leistung, bringen einen ordentlichen Ertrag. Aber die Anlagen, die direkt in Strömungsrichtung dahinter stehen, die bekommen ja schon die verdrallte Luft ab und bringen dann natürlich deutlich weniger Ertrag. Und die Anlagen, die hier ganz hinten stehen, bei dieser Windrichtung, die werden wahrscheinlich nur noch so vor sich hintrudeln, aber nicht mehr viel Energie erzeugen. Das hat die Branche erkannt. Die Windenergie ist heftig an dem Forschungsthema dran, was man gegen die Windverschattung tut. Also es gibt jetzt Überlegungen, die ersten Reihen der Windkraftanlagen leicht aus dem Wind zu drehen, damit die dahinter stehenden Anlagen mehr abbekommen und so das ganze System zu optimieren. Wenn aber diese Windverschattung schon dazu führt, dass sich die Anlagen gegenseitig beeinflussen, dann ist es natürlich auch so, dass man damit auch Landschaft und Regionen und die Natur beeinflusst. Das ist ein Bild gemacht beim Landeanflug aus einem Flugzeug, also Windkraftanlagen onshore. Und man sieht auch, hier gibt es Kondensfahnen. Das sieht man natürlich nicht bei jedem Wetter, das ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchte. Aber die Frage ist jetzt, wo kommt die Feuchtigkeit her? Die kommt natürlich vom Boden. Das ist die bodennahe feuchte Luft, die hochgezogen wird und die dann entweder als Wolke oder zumindest weggetrieben wird. Und wir sehen im nächsten Bild einen Vergleich oder mal zur Ansicht. Links die Verteilung der Windkraftanlagen in Deutschland und rechts aus dem Dürremonitor die Bodentrockenheit bis 1,80 Meter Tiefe. Ja, und man kann in etwa erkennen, dass die relativ deckungsgleich sind. Das ist keine Kausalität, aber es ist eine Korrelation, immerhin ein Indiz darauf, dass derartig viele Anlagen auch zur Bodentrockenheit beitragen. Das ist ein Thema, was dringend erforscht werden müsste. Es gibt einige amerikanische Studien, die das bestätigen. Es gibt aber noch keine quantitativen Auswertungen oder belastbare Zahlen. Aber das will ja eigentlich auch keiner, weder Politik noch Lobby. Solche Forschung würde Geld kosten und dafür gibt es kein Geld, wenn man das Thema eigentlich nicht vertiefen möchte. Genauso wie Umweltministerin, die Insektenverluste an Windkraftanlagen, hat sie gesagt, dass sie sieht keinen Handlungsbedarf. Und hier wird das ähnlich sein. Windkraftanlagen sind auch nicht emissionsfrei, sie sind nur abgasemissionsfrei und auch das nur während des Betriebes. Während der Herstellung und der Entsorgung verursachen sie natürlich Emissionen. Aber es gibt andere Formen von Emissionen, also der hörbare Lärm, der Infraschall. Und es gibt natürlich die Blattkantenerosion, das heißt die Emission von Mikroplastik. Wir sehen hier im linken Bild, das ist ein Kugelschreiber, der hier in einem Blatt drinsteckt. Die ganze Kante ist restlos abgefressen. Normalerweise werden die Blätter nicht so lange gefahren. Die werden vorher entweder neu verklebt oder die werden ausgetauscht. Das ist hier ein ganz beschädigtes Exemplar. Und rechts sieht man an der Flügelspitze, wie das hier aufgerissen ist. Hier sieht man auch, dass schon mal geklebt wurde. Auch das ist ein Thema für die Windenergie, für die Lobby. Die wollen natürlich die Laufzeiten der Anlage und den Verschleiß minimieren. Aber was gelangt da eigentlich in die Umgebung an Mikroplastik, was sich natürlich auch nicht verhindern lässt? Das ist der glasfaserverstärkte Kunststoff, neuerdings CFK, also kohlenstoffverstärkter Kunststoff. Beteiligt ist Epoxidharz, was zur Hälfte aus dem östrogenähnlichen Verbindungen besteht, zum Beispiel Bisphenol A, das ist hochkrebserregend. Dazu kommt PVC, Polyurethanschaum, in geringeren Anteilen Polyamid, Polyethylen, Gummi und Lack. Und in den
in den Rotoren ist auch jede Menge Balsaholz verbaut, also Tropenholz aus Papua-Neuguinea und Ecuador. Die Flugzeugmodellbauer kennen das. Das ist unheimlich leichtes Holz, aber trotzdem sehr stabil. Und da die Rotorblätter leicht sein sollen, werden dort drin die Gerippe und Ähnliches aus Balsaholz gefertigt. Ja, das nur mal als kurzen Einblick in diese Facetten der Windenergienutzung und die Auswirkungen auf Wetter, Klima und die Umwelt. Jetzt sagen wir natürlich, oder viele sagen, dann nehmen wir doch Photovoltaik. Hat viele Vorteile. Erstens, bewegt sich nicht, macht keine Geräusche. Und im Moment sind die Paneele so billig, dass man sogar Freiflächenanlagen baut ohne jegliche Förderung. Deswegen bleibt aber der Einspeisevorrang. Auch das ist eine indirekte Subvention. Ja, sind denn jetzt unsere Solarfelder eigentlich umweltneutral und klima- und wetterneutral? Auch das sind sie nicht. Sie reflektieren zum einen die ankommende Strahlung. Also wenn man sich die Wiese anschaut oder auch den Wald daneben, das einfallende Sonnenlicht wird diffus geteilt und wird dann in der Natur verwendet. Entweder die Wärme wird gespeichert, Wasser verdunstet oder was eben sonst natürlicherweise damit passiert. Wenn ich jetzt auf eine Freifläche eine größere Anzahl Photovoltaikzellen stelle, dann habe ich ad 1 die Reflexion, die findet auch im infraroten Bereich statt. Das heißt, es befördert den Treibhauseffekt, wenn man dieser Theorie so folgt. Es gibt also zwei Möglichkeiten, den Treibhauseffekt zu steigern. Entweder wir erhöhen die Menge der Treibhausgase in der Atmosphäre, das versuchen wir gerade mit großem Aufwand zu verhindern, oder man erhöht die Rückstrahlung, was genau hier passiert. Allerdings nicht nur bei den Photovoltaikanlagen, sondern auch bei Dächern, Bahnlinien, Straßen, also generell bei jeder versiegelten Landschaft. Deswegen spreche ich nicht von Dachanlagen, nur von Freiflächenanlagen. Ja, und der zweite Punkt, das ist ein Bild mit der Wärmebildkamera. Wir sehen hier die Umgebungstemperatur irgendwo bei 20 Grad und die Paneele haben hier schon mal 40 Grad. Im Sommer können die bis zu 60 Grad erreichen. Das heißt, ich habe einen örtlichen Hotspot. Durch die Konvention steigt die warme Luft auf, es kommt zu einer Luftzirkulation. Und das bedeutet, dass natürlich bodennahe feuchte Luft angesaugt wird, aufgeheizt, in die Höhe getrieben wird. Auch das ein Faktor der Austrocknung. Wer sich dafür interessiert und das vertiefen möchte, möchte ich diese Internetseite empfehlen, energiedetektiv.com. Das ist ein österreichisches Ingenieurbüro, was in Energieberatung macht. Die haben auch Photovoltaik installiert und haben dabei Messungen gemacht und das Ganze mal akribisch untersucht. Es gibt also einen sehr langen Bericht mit Auswertungen, auch Zahlenmaterial. Bis vor kurzem war diese Tatsache überhaupt noch nicht im öffentlichen Bewusstsein. So ganz langsam gerät das hier rein. Nächstes Bild. Ja, und die Freiflächenanlagen sind ja meist oder oft nicht nur ein Fußballfeld groß. Das ist hier die Lieberose Heide in der Nähe von Cottbus, ein ehemaliger sowjetischer Übungsplatz. Das sind 1,6 Quadratkilometer. Ja, und jetzt kann man sich schon bildlich vorstellen, wenn die Paneele 40, 50, 60 Grad Temperatur haben, was da für eine Warmluftglocke entsteht, die dann eben nach oben steigt. Ringsrum haben wir Kiefernwald, knastertrocken. Brandenburg ist ja berühmt für seine Waldbrände. Also die restliche noch vorhandene bodennahe feuchte Luft, die wird angesaugt durch diese Anlage quasi. Und der trockene Wald trocknet im Grunde noch weiter aus. Auch das ein Effekt, der nicht zu vergessen ist. Ja, ein Wort noch zum Biogas, weil jetzt kommt als nächstes vielleicht der Gedanke, die sind ja bioneutral, also klimaneutral, die Biogasanlagen. Rein theoretisch schon, aber wie bei allen Gasanlagen, auch bei Erdgasanlagen, gibt es da den Methanschlupf zwischen 2 und 8%. Das heißt, Methan geht verloren über Undichtheiten, entweicht unverbrannt in die Atmosphäre und Methan ist ja 20 Mal klimawirksamer als CO2. Also selbst Biogasanlagen haben einen kleinen Anteil an der Treibhausgasmenge. Ja, ich will mit diesen Ausführungen keineswegs irgendwelche konventionellen Erzeuger kleinreden. Die Auswirkungen, die entstehen durch Tagebau, durch Emissionen, sind aber wesentlich bekannt und oft thematisiert. Deswegen will ich hier nicht näher darauf eingehen. Es gibt aber keine Energieumwandlungsform, die folgenlos ist.
auch wenn uns das permanent eingeredet wird, das ist nicht der Fall. Und wir werden, auch wenn wir keine Kohlekraftwerke mehr haben, wird unser Land vermutlich leider weiter austrocknen. Ja, das nächste Bild. Die Frage, was ist die deutsche Energiewende? Wie kann man das kurz in einem Satz zusammenfassen? Der Professor Fratscher, der Chef des DIW, Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ein sehr energiewendefreundliches Institut, der hat in seinem Buch geschrieben, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Energiewende ein Experiment ist. Und der Chef des Weltenergierates sagte dann, Deutschland ist das größte Freiluftlaboratorium auf dem Energiesektor. Das macht mich stutzig, weil Experimente macht man ja üblicherweise im kleinen Rahmen, kann ja auch schiefgehen. Wir machen das Experiment mit dem ganzen Land, mit allen Menschen, mit der ganzen Wirtschaft. Viele von uns waren ja wahrscheinlich schon mal Teilnehmer eines Experiments, das hieß DDR, war nicht ganz erfolgreich am Ende. Ja, und im März hat der Bundesrechnungshof die Arbeit des Bundeswirtschaftsministeriums untersucht und hat einen Bericht verfasst, das war auf Deutsch gesagt eine Klatsche. Und der Bund der Steuerzahler hat das dann so formuliert, die Energiewende ist ein planwirtschaftliches Unterfangen, bei dem die Bundesregierung versucht, die Energieversorgung des Landes zentral gesteuert umzubauen. Besser hätte ich es nicht sagen können. So, und dann wird mir wieder ein bisschen mulmig, weil planwirtschaftliches Unterfangen hatten wir schon. Und wenn man sieht, wie Politiker, die maßgeblich für den Bau eines Flughafens verantwortlich sind, schon fast daran scheitern, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht unbedingt wie ein Länderspiel geht. Wir wollen ja den unterbrechungsfreien Umbau, also sozusagen den Umbau während des Betriebes. Und wenn das jetzt Politiker koordinieren sollen, darf man vielleicht doch gewisse Zweifel hegen. Was bringt die Zukunft? Das ist natürlich die schwerste Frage. Absehbar ist, das ist heute schon angeklungen, wir werden einen Mangel an Erzeugung haben, also, oder sagen wir mal eine Unterdeckung der eigenen Erzeugung. Also bei gewissen Wetterlagen werden wir nicht mehr in der Lage sein, uns selbst zu versorgen. Wir sind dann auf das Ausland angewiesen. Die liefern aber gern, wenn der Preis entsprechend hoch ist. Ja, und die Frage ist, warum machen wir das alles? Das ist zunächst eine Kurve vom Professor Schwarz von der BTU Cottbus. Er hat mal ganz emotionslos aufgemalt, wie sich die gesicherte Leistung, also die konventionellen und regelbaren Kraftwerke, wie sich die Kapazitäten in den nächsten Jahren verringern. Und wir sehen die rote Verbrauchskurve. Er hat sie schon mal leicht steigend gemalt mit einer gestrichelten Kurve, weil über die Sektorenkopplung kann man nicht wissen, wie groß der Bedarf wirklich sein wird. Wir sehen aber, wenn uns Wind und Sonne nicht helfen, werden die Lücken zum Bedarf durch die weiteren Abschaltungen immer größer. Ich will das jetzt nicht an Zahlen machen. Das ist auch noch nicht ganz absehbar, wie das mit Reservekraftwerken denn läuft, ob nicht vielleicht doch noch mehr Gaskraftwerke zugebaut werden. Im Moment passiert da so gut wie nichts. Ja, das ist die spannende Frage. Nochmal das nächste Bild. Und wer jetzt noch denkt, wir würden einem Plan folgen, einem detaillierten, ausgeklügelten Plan, den hat die Kanzlerin vor kurzem wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Beim Takt der deutschen Industrie, beim BDI, hat sie formuliert, wir brauchen dringend eine Prognose für den Strombedarf bis 2030. Also wir wissen es schon mal nicht, wie viel wir überhaupt brauchen. Wir wissen nicht, wie wir selbst so viel Strom erzeugen könnten, also gesicherten Strom. Denn dann wird immer sofort ausgewichen. Früher hat man gesagt Speicher und hat dann gesprochen von Pumpspeicherwerken und Batterien. Heute heißt es nur noch Wasserstoff. So, und den werden wir frühestens 2030 haben. Wie wir durch die 20er Jahre kommen, ist weitgehend unklar. Ja, warum machen wir das Ganze? Natürlich wollen wir CO2 einsparen. Das ist ja vom Ansatz nicht verkehrt. Die hellblauen Streifen sind die globalen Emissionen, hier nur von 1990 bis 2015. Der kleine dunkelblaue Kasten sind die deutschen Emissionen. Wir haben immerhin von 940 auf 730 reduziert und wollen bis 2045 an der Stelle auf null sein. Die spannende Frage, was passiert mit den globalen Emissionen? Die sind inzwischen weiter gestiegen. Jetzt 2021 befürchtet man wieder einen neuen Rekord, nachdem 2020 durch die Pandemie eine Absenkung gebracht hatte.
Ja, die werden natürlich weiter steigen, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit wie früher, aber die werden schlicht und einfach deshalb weiter steigen, weil die Weltbevölkerung zunimmt. Also wir oder die Demografen gehen davon aus, dass wir von heute 7 Milliarden am Ende des Jahrhunderts bei 9 bis 10 Milliarden sein werden. Wenn wir dann nur pro Kopf sehr bescheidene 3 Tonnen pro Person ansetzen an CO2-Fußabdruck, dann kommen also bis Ende des Jahrhunderts schon nochmal 9 Milliarden Tonnen dazu. Das ist das Zehnfache, was wir in unseren besten Zeiten emittiert haben. Ob wir bis dahin dann dekarbonisiert sind oder nicht, ist relativ unwichtig. Also die Atmosphäre wird auf unsere Minderung wahrscheinlich eher nicht reagieren. Aber das haben natürlich unsere Wissenschaftler und auch Politiker erkannt. Und Professor Latif, einer der führenden Klimawissenschaftler bei uns, hat das mal im Inforadio im Interview so gesagt: Natürlich kann Deutschland das Klima nicht retten, aber wir müssen natürlich Vorbild sein. Nun ist auch dagegen im Prinzip nichts zu sagen, aber ich würde mir schon eine breite Diskussion dazu wünschen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass uns als Vorbild ja niemand folgt. Also es gibt kein Land der Welt, was gleichzeitig die 2 Säulen seiner Stromerzeugung oder nahezu gleichzeitig kappt. Nun ist natürlich auch so, noch als Ergänzung, wir hätten die Möglichkeit gehabt, wirklich wirksam was für Emissionssenkung zu tun. Wir haben uns diese Wege selbst verbaut. In den 80er Jahren waren wir führend in der Kernkraft. Die Chinesen wollten die ersten Kernkraftwerke eigentlich von uns kaufen, haben wir damals schon abgelehnt. Ja, wir hatten die CCS-Technologie schon anwendungsreif von Vattenfall 2010 und 11 ausprobiert. Auch das wurde politisch verhindert. Nicht, weil es nicht funktioniert hätte oder die Speicherung nicht funktioniert hätte. Das ist alles Mystik. Auch das haben wir verhindert. Und natürlich, das IPCC erwähnt gerade diese Instrumente als Möglichkeit der globalen Emissionssenkung. Mit CCS hätte man auch negative Emissionen machen können. Also Biomasse verbrennen und CO2 abspeichern wäre die negative Emission. Das IPCC sagt, das 1,5 oder 2 Grad Ziel ist nicht zu erreichen ohne negative Emissionen. So, wir können das nicht mehr. Wir haben uns davon getrennt. Wir haben uns von der Kernkraft getrennt. Wir fördern auch keinen Kohlekraftwerksbau im Ausland mehr. Man könnte ja mal ein altes afrikanisches Kohlekraftwerk ertüchtigen. Da würde man für wenig Geld viel CO2 sparen. Also das ist nicht gewollt. Wir wollen ausschließlich durch die Senkung deutscher Emissionen das Weltklima sozusagen retten. Aber vielleicht sind wir ja nur in alten Denken verfangen. Vielleicht müssen wir einfach auch mal nur neu denken. Die Grünen tun das schon. In Braunschweig haben die dann Folgendes getwittert: Glauben, Religion und Philosophie können Orientierung und Perspektive in der unübersichtlichen Gegenwart liefern. Die Fokussierung auf die rein naturwissenschaftliche Sicht war ein zentraler Fehler in den letzten Jahrzehnten. Und dann geht es weiter. Die Akzeptanz kann nur erhöht werden, wenn andere Weltbilder als das naturwissenschaftliche anerkannt und bei Entscheidungsfindungen berücksichtigt werden. Die sitzen in Kürze in der Regierung, falls das jetzt noch nicht jedem bewusst ist. Man sieht hier, wie wieder Religion und anderes wahrscheinlich in absehbarer Zeit eine stärkere Rolle spielen würden. Es hilft uns natürlich nicht. Vor langer Zeit hat Eugen Roth schon dazu ein kleines Gedicht gemacht. Ein Mensch denkt logisch Schritt für Schritt, jedoch er kommt nicht weit damit. Ein anderer Mensch ist besser dran, er fängt ganz schlicht zu glauben an. Im Staube bleibt Verstand oft liegen, der Glaube aber, der kann fliegen. Also ein ganz traditionelles Gedicht. Er hat damals schon geahnt, vermutlich was kommt. Ja, ich würde heute gern etwas Optimismus verbreitet haben. Allein die Realitäten geben das nicht her. Sag mal, man kann nur allgemein formulieren, 1945 lag das Land in Trümmern und in den Köpfen herrschte Chaos und trotzdem haben die Generationen vor uns das geschafft, alles aufzubauen. Heute liegt das Land nicht in Trümmern und das Chaos in einigen Köpfen, das wird sich durch die Realitäten hoffentlich geben, denn am Ende siegen immer die Realitäten. Und damit machen wir das letzte Bild und ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben Ökostrom, dann war es ein natürlicher Tod. Vielen Dank.